herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Platin. Ich wollte schon fast sowieso was sagen. In der Random Lines Nuzlocke Challenge mit mir, dem guten RC. Und wir befinden uns gerade in Sandgemme. Und haben im letzten Part drei neue Pokémon bekommen. Was heißt drei neue? Wir haben unser Starter-Pokémon bekommen, nämlich das gute Pingu. Den haben wir auf der Route 201 das Wolli gefangen und ein Stormy auf der Route nach Sandgemme. Und ja, in den Kommentaren wurde mir gesagt, hier unten gäbe es doch ein Item. Route 209. Oh ja, da stimmt. Sehr gut. Dankeschön. Wir haben Eisenkugel gefunden. So. Eisenkugel bewirkt, dass ein Item zu tragen, das Flug-Pokémon anfällig für Attacken vom Typ Boden macht. Sieht. Okay. Werde ich auf jeden Fall nicht benutzen. Absoluter Schrott. Zumindest für mich. So. Es gibt bestimmt irgendeinen Sinn im Wettkampfmodus oder bei Online-Turnieren, wo man sowas benutzen könnte, aber wir brauchen es ehrlich gesagt nicht. So, und dann wollen wir mal. Wir müssen gleich auf den ersten Trainer treffen. Zumindest auf den ersten richtigen Trainer, abgesehen von unserem Rivalen. Und hier hätte man einen Altaria bekommen können. Wir haben nur das gute Wolli. So. Typischer Moment. Wir werden eingeschläfert, alles klar. So. Dann wollen wir mal sehen, dass wir wieder aufwachen. Wie ihr seht, habe ich jetzt die Webcam doch mit eingebaut. Peace. Und wir sind aufgewacht, sehr schön. Und wir machen nicht so viel Schaden. Aus dem Grund, dass sich niemand darüber beschwert hat, deswegen habe ich gedacht, mache ich das einfach mal. Kann ja nicht schaden. So. Sehr gut. Attacke gegen daneben. Wäre auch wieder schlimm gewesen, wenn das wieder getroffen hätte. Jetzt komm nicht nochmal. Er setzt einen Schirm ein, okay. Harter Kampf hier. Aber es geht down. Sehr schön. 107 Erfahrungspunkte. Level 7. Und sogar Level 8. Sehr nice. Und wir lernen Blubber. Nochmal nice. So. Kollege. Kollege. Laufe ich zurück? Ich laufe zurück. Obwohl, nee, ich laufe nicht zurück. Keine Motivation zurückzulaufen. So. Dann zeig mal, was du hast. Du bist ein Pokémon-Trainer und das geht auch für mich. Lass uns kämpfen. Wunderbar. Teenager Gunther. Porygon, alles klar. Ja, komm. Hast nichts drauf. Er schlug fehl. Oh, schade. Also der Trank war jetzt schon unnötig. Er schlug fehl. Oh, schade. Schäfer. Oh. Er steigt seinen Angriff. Bringt nun nichts, weil es jetzt down geht. Zack. Und damit erhalten wir 138 Erfahrungspunkte. Pingu müsste Level 9 gehen. Perfekt. So. Unser erster Kampf nach den Rivalen haben wir gewonnen und wir haben $80 bekommen. Haben dem Jungen sein Pausengeld abgeknöpft. Verdient. So. Und ich sehe gerade, dass Sturmi ein Item hat. Das wollen wir uns natürlich angucken. Eine Salanabera, alles klar, kannst behalten. So. Flauschi will ich jetzt ein bisschen nebenbei trainieren. Der zweite Trainerkampf gegen eine Frau. Was sehe ich denn da? Einen Trainer. Einen Kampf, bitte. Dem. Gyre. Und es setzt ein Nidoran weiblich ein. So gesehen, Hasiran. So. Damit hat Wolli am Kampf teilgenommen. Und wir setzen Pingu wieder ein. Der gute alte Heuler. Und zack. Ja, komm. Zwei Schaden. Das sollten wir wohl überleben.
So. Perfekt. Keine Gefahr für uns. Aber Wolli ist nicht Level abgegangen, das ist ärgerlich. So, und der dritte Trainerkampf dieser Route. Er hat auch wieder neue Pokémon und er setzt ein Owain ein. Ah komm, wir sind sehr effektiv gegen ihn. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh Gott. Hat sich gelohnt. Ich glaube, ich werde mal wieder auf Ping wechseln. Ja, Aufruhr. Drei Schaden. Ist ja nichts. Du Noob. Schon wieder Aufruhr. Drei Schaden. Ist ja nichts, Noob. So. Alle sehen bei dem Sprite von Owain relativ aggressiv aus, während der rechte, also der hinterrechtere, so richtig so reinguckt, so, was tue ich hier? So. Kein Problem für uns. Wolli erreicht Level 3. Pingu erreicht nicht Level 10. Wir haben wieder 80 Dollar abgeknüpft. Da liegt ein Pokéball, den wir hier haben. Ach du heilige Scheiße. Und wir haben noch Wolli an erster Stelle. Das ist nicht klug. Wir machen kurz lieber Nummer sicher hier. Ja, alles klar. Können wir flüchten? Ja, nice. Einmal kurz das Pokémon wechseln. Schon wieder gleich so risikofreudig hier. Geiler Sound, eher. Ein Wiesenbrief. Braucht keinen Schwanz. So, und damit sind wir auch schon in Jubelstadt. Und wir treffen auf unsere... Oh, hi. Ja, komm. Zeig mir etwas. Sei nicht so schüchtern. Ich bin noch nicht schüchtern. Der Typ da drüben, was macht er bloß? Er ist ein bisschen bescheuert, glaube ich. Was? Rätselhafter Mann. Wie konntet ihr das wissen? Mir habt ihr meine Identität als Agent der internationalen Polizei entlarvt. In diesem Spiel gibt es keine richtige Polizei, Kollege. Sie macht nie etwas. Es gibt zwar... Polizistinnen, aber sie sind immer nur... Eigentlich sind sie relativ unnötig, genauso wie du. Ja, ist klar. Okay, ich habe gerade irgendwie auf Ja geklickt. Ja, wir wissen, dass es kriminelle Energien hier gibt. Es gibt in jedem Pokémon-Spiel kriminelle Energien und wir erhalten eine Kampfkamera, die wir nicht gebrauchen können. Ich will nicht, dass du mir das erklärst, bitte nicht. Geh einfach. Bitte. Geh. Danke. So. Ja. Eine absolute Herausforderung für ihn. Sehe ich genauso. Das ist die Trainerschule. Da werde ich eh nicht hingehen. Vorhin ist dein Freund Yannick hineingegangen. Ja, hat auch. Absolut nötig. Wir gehen erstmal ins Pokémon Center. Weil unsere Pokémon ziemlich geschwächt sind. So. Alles klar. Wenn er da reingegangen ist, dann folgen wir ihm mal. Oh, da liegt ein Pokéball, den wir hier erst haben. Wie denn? So eine fucking Bäre, ey.
Und du, was sagst du? Hey, Etsy, bist du auch hier, um etwas zu lernen? Nein, bin ich nicht. Ich weiß schon alles. Ich bin nicht so doof wie du. Ja, ich habe dir das Paket gegeben. Eine Karte. Oh, gleich zwei Karten. Oh, welch Zufall. Ich bekomme auch eine. Yes. Okay, man sieht sich. Tschüss. So, dann können wir einmal kurz die Karte angucken vielleicht. Wenn ich das finde. Nein. Ach, hier ist die Karte noch so in dem... Da ist die Karte. So sieht die Karte von dem... von Platin aus. Was ist da oben? Blizzach. Kampfareal. Na gut, hier hinten ist die Pokémon-Liga. Da. Dann gibt es hier noch eine Route. Wenn wir alles hoffentlich irgendwann bereisen können. Gab es hier drin nicht noch von irgendjemandem ein Item? Von dir? Nee, laber mich nicht voll. Von dir? Nee. Wenn ich irgendetwas übersehen sollte, wie zum Beispiel hier drin, ob es irgendwo ein Item drin gibt, schreibt das bitte wie immer in die Kommentare. Okay, da können wir noch nicht hin. Dann weiß ich nämlich Bescheid, dann werde ich das einfach im nächsten Part nachholen. Weil hier jetzt jeden einzelnen anzulabern, ist nicht gerade das, was ich vorhabe. Oh. So viel zum Thema anlabern. Ja, komm, gib mir denn. Bitte. Achso, wir müssen erst alle Clowns hier anlabern, dass wir das. Hallo, ich bin ein Clown. Dann machen wir das schnell. Alles klar, ich habe mir die Frage nicht mehr durchgelesen, aber es war richtig. Nice, Coupon 1. So, dann war der andere, glaube ich, hier hinten. Da? Das müsste die Arena sein, oder? Ne, Hübelstadt TV. Kann ein Pokémon? Ja, kann es, alles klar. Ja, komm, wir hatten Coupon 3, dann haben wir Coupon 2 übersehen. So. Nee, da nicht. So weit wollte ich nicht laufen. Nein, lass mich doch in Ruhe. Wo ist denn der letzte? Nee. Ach, hier kann ich einfach rauslaufen. Ich könnte mir da oben gleich ein Pokémon fangen. Soll mit der letzte hier hinten sein? Und hier ist meine Frage. Die Pokémon haben Typen bzw. Elementklasse. Gilt das auch für Attacken? Ja. Oh, dreimal ja. Halleluja. So. Dann werden wir den Kollegen da unten wieder anlabern und unser Geschenk abholen. Oh, 1, 2, 3. So weit kannst du schon zählen. So. Mit dem Pocketch. Oder Pocketech, wie auch immer. Können wir. Schritte und so zählen. Das ist vor allem nützlich, wenn man halt Eier und so ausbrüten will. Allerdings weiß ich gerade nicht, wo. Das Kombination dafür ist. Ich glaube, ich habe nämlich gar keine auf meinem PS4-Pad, um unten durchzuswitchen. Dann müsste ich das manuell mit der Maus machen. Und wir werden hier jetzt ein Pokémon fangen. Beziehungsweise werde ich erstmal schon... Oh, immer diese Musikwechsel. Wie viel Geld habe ich? Kann ich das irgendwo einsehen? Bestimmt da, oder? 240. Wir können uns keinen Pokéball leisten, deswegen werden wir trotzdem hier jetzt ein Pokémon fangen gehen. Beziehungsweise erstmal das Ding hier abholen. Top Eater. Nice, nice. So. Und unser nächstes Pokémon wird ein... Slimog. Ich bin nicht sehr begeistert, aber wir werden es trotzdem fangen. Es ist halt ein bisschen tankier. Zack. Oh. Jetzt mal dieses Vergift sein, ey. Komm, Pfund. So.
Bälle. Aber wir haben noch 12 Stück an der Zahl, das ist nicht das Problem. Du gehörst uns. Oder auch noch nicht. Ja, ich werde mal kurz ein Gegengift benutzen. So. Damit wir hier von der Vergiftung geheilt sind. Ist jetzt Zert? Nein. Ja gut, das kommt ein bisschen spät, Kollege. Wobei, eigentlich dürfte es jetzt den Fund überleben. Vielleicht setzt es gleich nochmal auf Härten ein, dann können wir Fund einmal einsetzen. Zack, 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 oder wir fangen es jetzt. Ja gut. Sein Körper ist nur eine giftige Substanz, die bei Kontakt Pflanzen und Bäume vernichtet. Ja, wir möchten einen Spitznamen geben. Ich würde es jetzt am liebsten Schleimi nennen. Aber was heißt das schon Slimebock? Wir nennen es trotzdem Schleimi. Weil wir so geile Motherfucker sind. Wir sind so badass. So. Schleimi. Auch wieder weiblich. Gut. Jetzt gehen wir nochmal fix ins Pokémon Center. Damit haben wir unser viertes Pokémon gefangen. So. Dum, 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 dum. Und wir gehen wieder auf Route 204 und machen einen Trainerkampf. So. Ja, wir wollen gegen dich antreten. Ein Wallbeat, na gut. Und... oh Gott. Jetzt senkt es seinen Fluchtwert und... wir werden es nicht mehr so häufig treffen. Aber trotzdem sollten wir es locker besiegen können. Auch wenn es uns versucht zu tackeln die ganze Zeit. Beziehungsweise was sie auch schafft, aber nicht so viel Schaden einfach nur macht. So. Doppelteam hat wohl noch bisher noch gar nichts gebracht. Oh, Volltreffer. Und genau jetzt, wo ich scroll, treffen wir wieder nicht. Aber wir kriegen es down. Na gut. Sehr schön. Damit sind wir auch mit Pingo Level 10. Vielleicht sogar Level 11. 219 Erfahrungspunkte sind schon sehr viel. Ah. Sieht gut aus. Ja. So. Und wir lernen das machen. Nicht etwas, was ich jetzt unbedingt viel benutzen würde. Und da können wir auch schon wieder gleich den nächsten Trank verwenden. Sonst müssen wir nämlich zurücklaufen. Hi. What's up? Ich werde dich mit dem Kapadu besiegen, das mir mein Papa gab. Tja, zwei Sachen. Erstens, wirst du mich nicht besiegen. Zweitens, hast du gar kein Kapador. Das ist ein Minun. Sich unbedingt gut für uns ist, wenn es eine Donnerattacke kann. Und wir sind paralysiert. Was auch nicht unbedingt gut für uns ist. Und wir sind so paralysiert, dass wir nicht angreifen können. Was auch nicht gerade gut für uns ist. Und jetzt hängt unser Angriff noch. Und wir können wieder nicht angreifen. Drei Schaden? Drei Schaden. Und wir können wieder nicht angreifen. Komm schon, Kollege. Endlich. Und wir machen so gut wie keinen Schaden. Es wird ein... oh. Sehr gut.
Wir könnten vielleicht mal so einen Volltreffer gebrauchen. Wir haben nämlich noch gar keinen in diesem Spiel gelandet. Und jetzt wäre mal so ein Kampf, wo ich sagen würde, jetzt wäre es geil. Jetzt wäre echt geil. Komm schon. Ne? Also das ist hier Kampf der Lobobs. Es kann auch nur Rückzug geben. Gut, das kann keine Donnerattacke, sonst hätten wir definitiv verschissen gehabt. Rückzug geben. Pfund. Was gut ist, wir sind nicht mal paralysiert gewesen. Kein Problem für uns. Und Level 12. Und wir haben Knutti Blutti besiegt. Na gut. Ich würde am liebsten nochmal da oben kurz längs gehen. Und dann können wir nämlich gleich den Part auch beenden. Och ne, scheiße. Ich bin natürlich direkt in den Trainer reingelaufen. Das wäre jetzt hart assi. Und ein Knuffenser. Na gut, das sollten wir eigentlich auch noch schaffen. Auch wenn wir... Oh. 8 Schaden. Jetzt wäre auch so ein Moment, wo ich sagen würde, so ein Volltreffer wäre ganz nice. Und nicht bei uns, bitte. Ach, komm schon, willst du mich echt verarschen? Oh, bitte... Oh, alter Schwede. Es ist zum Kotzen einfach nur. Jetzt. Volltreffer. Mama. Wir kennen keinen Volltreffer. Oh. Schleimi hat auch ein Item. Was hat es denn so? Erstmal gucken. Bericht. Wundersaat, okay. Und wir setzen. Oh. Nebenstelle. Wir setzen Pfund ein. Zack. Und es müsste down sein. Ja. Wow. Nice. Jetzt bekomme ich einen Volltreffer. Hat sich richtig gelohnt. Und Level 5. Sehr schön. So, den wollte ich eigentlich gar nicht mehr machen. Jetzt laufen wir noch fix zum Pokémon Center zurück. So. Damit sind wir aber auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wir haben eigentlich 2 Routen geschafft. Plus Jubelstadt so ein bisschen abgehakt mit den Pocket-Tech-Dingern und relativ viel Gelaber und so. Wir haben fast unser Pingo verloren. Wir haben einen Slimebock gefangen, welches wir Schleimi genannt haben. Und das war eigentlich auch schon... Die Zusammenfassung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst ihr immer gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und mehr von uns sehen möchtet. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt, dass wir neue Pokémon fangen wollen und eventuell mal die erste Arena versuchen aufzufinden, wo ich nicht weiß, wo die ehrlich gesagt ist. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.